Nun kommen wir zu dem aufregenden Akt. Ich gebe zuerst einmal das Wort an Frau Pastorin Gengenbach. Gott der Gütige möge sich senken mit all seinem Segen auf dieses Haus und an die arme Welt sich weiter schenken durch alle, die hier gehen ein und aus. Alleine die Begegnung mit Ihnen, sehr verehrte Prinzessin Monika, liebe Prinzessin Monika, ist für mich Freude genug gewesen, hier diese Arbeit durchzuführen. Ich darf noch mal ganz herzlich danken Ihnen, dass Sie sowas ermöglicht haben. Und ich gebe jetzt nach alter Sitte die Herrschaft über das Haus an die Hausherrin wieder zurück mit diesem Schlüssel und dem roten Bändchen. Danke sehr. Willkommen im Puppenstubenmuseum Laubach. Wir freuen uns, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben und mit uns eintauchen wollen in die Miniaturwelt vergangener Zeiten. Und vielleicht verspüren Sie den Zauber, den die historischen Spielsachen und insbesondere die Miniaturen heute belastet haben. Einige der hier ausgestellten Stücke haben sogar die Uhr habe ich noch kennengelernt. Die Anna so 6. Okay, kennen Sie doch. Eltern, dann meine älteste Schwester. Aber ja, eine Bruder war schon gefallen. Und zog zu ihrem Mann auf das Hofgut Kahlenberg bei Hannover. In den folgenden Jahren konnte die Prinzessin ihrer Sammelleidenschaft weiter nachgehen. Hier im Obergeschoss, der Belle Etage unseres Museums, werden Sie Puppenstuben verschiedener Stilepochen sehen und erfahren, worauf das Bürgertum bei der Einrichtung der Wohnung im Jugendstil, in der Gründerzeit oder im Biedermeier besonderen Wert gelegt hat. Ha ha ha.